Was hat er gemacht? Nein, wir sind auch ins Nichts gekommen. So kann es nicht sein. Okay, was habt ihr getan? Ich verlange Antworten, ist die 1. Dann 2, wir sind im Nichts. Wie sind wir hierher gekommen? Und 3, beim Denken seid ihr wohl nicht unbedingt der Erste, oder? Ich nehme die 1. Auch ich tue das. Das ist nicht, was sie gesagt hat. Ich bin verraten. Ich konnte meiner Mutter auch nie trauen. Jetzt bin ich mit euch gefangen im Nichts. Ach, wie dumm war ich. Tja, ich würde mal sagen, du warst saudumm. Gut, ich werde erst euch erledigen und mich dann um die Mutter kümmern. Ist die 1. Dann hier die 2. Sieht aus, als hätte man da jemanden fürchterlich entbehrlich. Nee, für entbehrlich gehalten, nicht fürchterlich. Eieiei. Und 3, wenn ihr mir helft, zurückzukehren, können wir gemeinsam Rache nehmen. Ich nehme die 1. Ich denke mir, die Mutter interessiert nicht, was mit dem Ersten geschieht, wenn nur das graue Wächter besiegt wird. Ich überlasse euch den Kindern. Ich werde meinen eigenen Weg zurück in die Welt finden. Zurück zu der Mutter. Oh Mann, noch mehr Würmer. Oh Gott, was sind das? Das sind Gentlocks. Da sind auch noch mehr davon. Wow. Oh, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Bitte. Schnell. Zwiebeln tot. Hau ein Blatt, hau ein Blatt. Gut. Soll ich hier bitte hochheilen? Oh, scheiße, ey. Soll ich das... Das ist doch eklig. So, hier, weg damit. Schnell! Schnell! Gut. So, und jetzt die da. So, der ist auch gefallen. Zum Glück halten die nicht so viel aus. Oh Mann, ey. So, die sind weg. Die sind weg. Was war das für ein Ding? Und wer ist die Mutter? Gehört sie auch zur dunklen Brut? Noch mehr sprechende dunkle Brut. Und dann gibt es jetzt auch noch eine Mutter. Wie rührend. Mann, was für ein Sarkasmus. Der trieft nur so davon. Was ist das hier, ein Boot? Moment, was hat dieser verrückte Bastard gesagt? Das Nichts? Wir sind im Nichts? Hier gehen doch die Menschen hin, wenn sie träumen, oder nicht? Ja, das ist richtig. Dann 2, geratet ihr etwa in Panik. Und 3, wir finden schon irgendwie wieder hier raus. Ich nehme mal die 1. Zwerge gehören nicht hierher. Wir träumen nicht. Wir schlafen wie Steine. Okay, ihr müsst euch beruhigen und die Nerven bewahren, ist die 1. Dann 2, vielleicht seid ihr einfach schon zu lange an der Oberfläche. Ist die 2 und 3, wir finden schon irgendwie wieder hier raus. Ich nehme mal die 1. Ich könnte die Nerven nicht mal bewahren, wenn sie an mir festgebunden wären, Kommandant. Und was geschieht mit meinem Körper, solange ich hier bin? Irgendjemand könnte mein Schamgefühl verletzen. Zumindest das bisschen, das noch übrig ist. Verdammt. Okay, jetzt kann ich mit dem Boot auch nicht mehr interagieren. Auf jeden Fall ist das interessant. Hier sind Hühner. Da kann ich nichts mit anstellen. Mal gucken, wie es hier weitergehen wird. Oh Mann, ich muss hier versuchen, noch rauszukommen. Okay, hier gibt es Lyrium. Ich kann unseren Magier das ein bisschen anzapfen. Jo. Lyrium. Mehr als die Hälfte seines Wohlstands verdankt Orsama einer einzigen, äußerst seltenen Substanz. Lyrium. Die Kirche glaubt, dass es sich dabei um das Wasser des Nichts handelt, das im Lobgesang der Totenklage erwähnt wird, um den Urstoff der Erschöpfung, aus dem der Erbauer die Welt geformt hat. Nur eine Handvoll Familien der Minenkaste wagt es, das Erz abzubauen. Sie finden die Adern im Stein buchstäblich nach Gehör, denn in purer Form sinkt das Lyrium
und der Empfindsame kann es sogar durch Felsgestein hören. Obwohl Zwerge eine natürliche Immunität besitzen, ist pures Lyrium so gefährlich, dass nur die erfahrensten Minenarbeiter damit umgehen können. Selbst bei Zwergen kann die unbearbeitete Substanz Taubheit und Gedächtnisverlust hervorrufen. Bei Menschen und Elfen führt Kontakt mit Lyrium erst zu Übelkeit, Blasenbildung auf der Haut und Wahnsinn. Magier können sich unbearbeitetem Lyrium nicht einmal nähern. Es wird unweigerlich zum Tode führen. Trotz der Gefahren ist Lyrium das weitaus wertvollste Mineral von allen. Im Reich von Teewinter lag sein Preis sogar schon über dem von Diamanten. Die Zwerge verkaufen nur einen Bruchteil des bearbeiteten Minerals an die Oberfläche. Das meiste geben sie in ihren eigenen Schmieden, die daraus die berühmten Zwergenwaffen und Rüstungen herstellen. Das an die Oberfläche verkaufte Lyrium geht ausnahmslos an die Kirche, die die weitere Vergabe streng kontrolliert, und zwar an die Templer, die es bei der Verfolgung auf und dem Kampf gegen Maleficare einsetzen, und an den Zirkel. In den Händen des Zirkels entfaltet Lyrium sein gesamtes Potenzial. Die Handwerker der Formari stellen daraus zahlreiche nützliche Gegenstände her, von magisch gehärtetem Stein für Bauvorhaben bis zur legendären Silberrüstung von König Kalnath. In Flüssigkeit gelöst und getrunken ermöglicht Lyrium das Betreten des Nichts bei vollem Bewusstsein, während alle anderen nur träumend dorthin gelangen. Derartige Tränke sind auch geeignet, besonders anspruchsvolle Zauber zu unterstützen, da sie einem Magier kurzzeitig eine weitaus größere Macht verleihen. Lyrium hat jedoch auch Schattenseiten. Zu häufiges Benutzen führt zur Sucht, bis das Verlangen danach unerträglich wird. Templer haben dadurch schon jede Orientierung verloren, konnten Erinnerung und Gegenwart nicht mehr unterscheiden, genauso wenig wie Traum- und Wachzustand. Sie leiden häufig an Verfolgungswahn, denn ihre schlimmsten Erinnerungen und Albträume verfolgen sie auch, wenn sie wach sind. Von Magiern wird berichtet, dass es außerdem zu körperlichen Veränderungen gekommen ist. Die Magisterlords des Reichs von Teewinter wurden nach Jahren des Lyriumkonsums nicht einmal von ihrem eigenen Volk mehr erkannt. Sie waren kaum mehr menschlich. Aus auf der Suche nach Wissen. Die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Interessant, interessant. Mein Bruder hat auch immer so viel getrunken wie ihr Zwerg. Dann war euer Bruder vermutlich ein lustiger Zeitgenosse, oder? Er konnte immer und überall Spaß haben. Und dann hat er sich auf meine Schule übergeben. Ach du Scheiße. Das sind alles Schatten. Schattenviecher. Mach sie kalt. Oh Gott, der andere hat schon wieder gerülpst. Jetzt hauen um. Hauen um. So, und jetzt hauen die um. Schnell. Mach den höheren Blatt. Schnell. Wegzwiebeln. Schnell, 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 schnell. Gut. Gut, jetzt den da. Super. Und wir haben schon wieder ein Level up. Ist das geil. So, dann kriegen wir auch gleich wieder eins. So, hier, ätherische Lyriumtrank. Ich würde mal sagen, das sind richtig ätherische Wundumschlag. Das sind Mullbinden, die kann man wahrscheinlich nur hier benutzen. Warte, ich putze mal kurz nochmal das Näschen. So, was ist denn das hier überhaupt? Ein Riss in der Schleiervorrichtung, okay? Und hier wird irgendein Ritual abgehalten von Dämonen. Vielleicht kann man das irgendwie unterbinden, kommt man da rein. Geil, man kommt hier sogar rein. Essenz der Konstitution, geil. Permanent plus 1 auf Konsti. So, jetzt machen wir hier mal die Horny-Dämons da weg, die Dämon der Wollüste. Die kennen wir ja auch schon aus dem Hauptspiel. Sehen ziemlich geil aus, aber sind halt böse bis ins Mark. So. Okay, im Kampf nicht machbar, jetzt müssen wir warten. Was ist denn jetzt das? Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Das ist interessant.
Jetzt ist hier irgendwas aufgeploppt. Ich weiß nicht, was das ist. Oder es ist weggeploppt zumindest. Und da unten ist noch ein Säckchen. Gehen wir mal zu einem Säckchen. Was gehen wir hin? So, ätherische Knolle. So, jetzt machen wir noch einen Kampf. Dann hat Rezo auch schon wieder Level up. Ach du Scheiße. So, wo geht's jetzt hier? Und da hinten ist auch wieder irgendwas. Essenz der Stärke. Soll er mal hingehen. Jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder hunderte von Dämonen raus irgendwo. So, jetzt habe ich bloß eins auf Stärke gekriegt. Das freut mich. So, hier, nimm das mit. Super, das hat jetzt auch leer gelutscht. Oh Mann, hier sieht's aus. Hier sieht's aus. Und hier, was ist das? Plus eins auf Willenskraft würde ich da kriegen. Gehen wir mal hin. Warte mal, hier gibt's auch wieder Lyrium. Sollte Anders das auch mitnehmen. So. Das sind Runensteine. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit anfangen soll. Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch raus. So, plus eins auf Willenskraft. Und da hinten ist auch noch eine Knödelknolle. Oh Mann. Da kommt was auf mich zu, meine Lieben. Da ist auch ein Ritual. Angriff. Angriff. Volle Kanne. Ach du Scheiße, was ist denn das? Wow. Hochheilen. Schnell. Schnell. Notfallheilung. Wieso geht es nicht? Ach du Scheiße. Die liegen flach. Hier. Jetzt machst du mal Single Heal erstmal auf den Ogryn. Und der muss wohl... Unser Resoman muss jetzt wohl leider eine Mullbinde essen. Auch wenn es nicht so schön ist. So, das ist eine kleine. Ah, nimmt er eine kleine. So, gut, er hat's. Super. Oh Mann, guck gleich mal an. Da kommen immer mehr. Immer mehr. Oh. So, hier. Nimmst du mal eine große Mullbinde? Gut. Das bringt wenigstens was. So, und hier. Oh Gott, was sind das für Batzen? Das sind hunderte von Batzen. Oh, Scheiße, jetzt haut er nur so einen Flammenstahl rein, ey. Was soll denn das? Hier heilen. Ach du Scheiße. Hochretzen? Aber schnell. Du hast dich mit dem falschen Magier angelegt. Oh Gott, da kommt noch mehr. Was soll ich da noch machen? Ist gleich aus mit mir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Anders heil dich selbst. Heil, oder ich nehme dich aus dem Ding. Nehme dich aus der Gleichung raus. Mach Kraftfeld. Wir müssen ja automatisch das andere Ziel wählen. Ach du Scheiße, jetzt ja Gott. Na gut, jetzt muss es ich selber richten. Ich muss es selbst richten, aber es funktioniert. Hau den Blatt. Hau den Typ Blatt. Heal. Schnell, schnell. Mach was. Nimm die Mullbinde. Nimm noch eine. Gut. Das klappt. Oh Mann. Anders, so geht es hin, also den Wollust-Munk da weg. Diese Wollust-Tucke. So. Geil, es hat geklappt. Es hat geklappt. Boah. Das war jetzt richtig knappig. Habt ihr das gesehen? Und hier Essenz der Magie. Vielleicht kann Anders damit was anfangen. So schnell es mir möglich ist. Achso, gut, dann muss es Rezo nehmen. Alles klar. So, hier, das machen wir. Ändern wir wieder. Dann normalisieren wir die Welt durch hoffentlich wieder ein Stück. Eieieiei. Ja. Das hat jetzt richtig übel gezwiebelt. So, hier. Ätherische Mullbinde, super. Und noch was? Noch mehr Mullbinden. Und hier. Auch noch ätherische Knolle. Ei, jei, jei. Ui. Das war jetzt richtig heftig.
Und hier haben wir wieder... Oh, was ist das? Essenz der Geschicklichkeit. Oh, das kann man auch mitnehmen. So, und jetzt muss ich jetzt hin. Muss ich jetzt hin. Okay, hier geht's runter zum... zum Dorf. Anders, nimm das mit. Gut. Ich möchte jetzt in dieses Dorf. Beziehungsweise in die Feste. Ach du Scheiße. Nein, Herrin, ich habe es nicht vergessen. Ich habe nur... Aber ich würde Milady niemals widersprechen. Nein, ich habe nicht... Nein, bitte, Herrin! Hab Gnade! Nein! Nein! Ah, nein! Okay. Getötet. Hier. Wir machen also einen Ausflug in ein magisches Traumdorf? Na toll. Als hätte ich nicht schon genug dieser gefühlsduseligen Kopfreisen erlebt. Okay, hier ist ein höherer Schatten und da sind noch ein paar niedere, ne? Eieiei, oh gut, weg mit euch. Hinfort. So, Hause weg. Hause weg. Alle weg. Oh, da ist wieder so ein Gelber. Schnell. Auf. Oh Mann. Mach was, schnell hier heilen. Gut, jetzt geh kaputt. Geh kaputt. So, alle auf den anderen da. Hau ihn platt. Jetzt aber schnell. So, hier Life Leech. Super. Los, hauen weg. Dass da nichts mehr zuckt, ey, das kann man ja angehen. Hier nochmal Lebenskraft hinzu, das machst du auf den da. Super, und jetzt ist nur noch der übrig. Ei. Okay, ätherische Mullbinde. Hier noch ätherische Mullbinde und hier auch noch eine ätherische Mullbinde. Ich werde nur so dreist sein. Ja, fähige Kräuterkunde, ja, das zahlreichen medizinischen Zutaten, diese beruhigende und heilende Substanz gefährlich. Naja. Na gut, vielleicht kann ich das auch an der Oberfläche später mal benutzen. Ich werde es auf jeden Fall einrichten. Ätherische Mullbinde. Was, der hat gar keine. So hat Nathaniel noch gar keine Mullbinde ausgerüstet. Er sollte eigentlich mal eine ausgerüstet haben mit der Zeit. Ist nicht gut. Die hat er aber auch die ganze Zeit nicht gebraucht, ne? Wenn man das so sieht. Ogryn, der kriegt jetzt auch die ätherischen Mullbinden. Oh Gott, guckt euch mal das an, was der an roten Debuffs hat. Das ist doch nicht mehr feierlich. So, und hier, der kriegt hier die ätherischen Lyrium-Tränke, kriegt er auch hier ganz hinten rein. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ogryn, du brauchst unbedingt Verletzungsausrüstung. Ne? Du brauchst da ein schönes Kraut. Habe ich überhaupt was dabei? Gut, da kriegt er erstmal Schwache. So, ich hoffe, das half. Gut. Und ich brauche auch eine. Warte mal, Daniel, der... Oh Gott. Der hat die auch nötig. Und hier, der nimmt auch mal eine. Anders braucht keine. Das ist gut. Super. Und jetzt haben wir schon wieder ein Level-Up parat. Jetzt gehe ich erstmal hier hin und hau mal wieder ein bisschen was auf Stärke rein. Das muss man ja machen. Das ist ja nicht verkehrt hier. So, ne, Diebstahl werde ich nicht skillen. Das ist einfach zu blöd. Ah gut, es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Ich wüsste ja nie, was ich sonst nehmen soll. Oder überleben. Ja. Vielleicht wäre das nicht verkehrt. Aber andererseits verbessertes Stehlen. Ich gewinne aber dadurch nicht viel, ne? Ja. Ich gehe mal hier ins Skill das mal rein. Fertig. So, Champion. Okay, jetzt haben wir hier wieder dieses Ding. Anmaßendes Auftreten, das Skill geht jetzt auch mal rein. So. Nächste, anders. Der hatte noch kein Level-Up, wie es aussieht.
Was denn nun? Nee, der braucht. Nee, das ist Nathaniel, der braucht das noch. Achso, hab nur ich gekriegt. Oder was? Nee. Ogryn hat's auch gekriegt. Was machen wir mit dem? Der könnte ja auch noch ein bisschen Kunstige gebrauchen, ne? Der ist ja gerade eben so schön zusammengebrochen, das war ja nicht mehr feierlich. Wir geben dem noch. Achso, Vitalität geht ja immer noch nicht. Eieieiei. Gut, machen wir da weiter und dann kriegt er noch Motivieren. So, das ist gemacht. Das ist gemacht. So, und jetzt? Darf ich hier rein? Muss ich hier klingeln oder was? Muss ich da klingeln? Ich komme nicht hinein. Vielleicht gibt es einen anderen Weg außenrum. Gucken wir hier mal weiter. Okay, die Tür ist zugestellt. Mit Kisten von außen zugestellt. Das würde wahrscheinlich ewig dauern. Ui, was ist denn das da? Das ist wieder Klugheit. Was man hier einsacken kann. Aber das ist ja auch ganz gut. Gibt es halt mal einen gratis Bonus-Stat. Ui. Ihr seid kein Geist wie all die anderen. Wie seid ihr hierher gelangt? Okay, ich habe hier zur Auswahl, das gleiche könnte ich euch auch fragen. Zwei, ich hatte nicht wirklich eine Wahl, um ehrlich zu sein. Und drei, ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise träume ich ja. Ich nehme das erste. Die Asche meines Großvaters liegt hier begraben. Ich komme ihn häufig besuchen. Er war der Letzte, der in Schwarzmarschen geblieben ist. Als er starb, gab es in dem Dorf niemanden mehr, der die Erinnerung bewahrte. Okay, dann Nummer 1, ihr wisst aber, dass dies hier das Nichts ist, oder? Dann Nummer 2, welche Erinnerung? Die Erinnerung an was? Und 3, welches Dorf? Meint ihr die Ruinen im Sumpf? Ich nehme mal das erste. Dies hier? Natürlich weiß ich das. Es ist nicht... Oh nein, sie sind zurück! Schnell, versteckt euch in der Gruft! Skelette! Ein paar süße Skeletors. Ja, wenigstens ist da kein Schlachtschrecken dabei, oder? Doch, nee, keiner. So, dann geht es etwas leichter vonstatten. Oh Gott, lauter Bogies. Wow. Heile. Schnell. Ogryn, du gehst jetzt auf diese Bogies da los. Geh auf die Bogies los. So, hier. Die haben wir jetzt weg. Hau jetzt mal den Blatt. So, der ist fatt. Wieso ist denn der Ogryn jetzt wieder weggegangen? So, hau ihn glatt. Super. Super. Das hast du sehr gut gemacht. Okay, das heißt, hier ist ein Grab. Das heißt, warte mal, nee, hier nicht reingehen. Noch nicht reingehen. Oh Gott, da kann man den Deckel aufmachen. Wie eklig ist denn das? So, hier. Zack, das Lyrium ein. Das kannst du gebrauchen. So, hier. Gehen wir hier mal drauf. Ach du Scheiße, was ist denn da drin? Ist da irgendwas drin? Was eklig ist? Nee, hoffentlich nicht. Also hier kann man reingehen. Vielleicht komme ich da durch in die Stadt.